Drop this bass. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Sky Factory 3. Weiter geht's. Heute habe ich mir gedacht, machen wir mal ein bisschen hier drüben mit den Hühnchen. Da hatte ich mir schon mal ganz kurz die Zeit genommen und die ganzen Hühner mal gezüchtet. Man sieht hier Hühner über Hühner, Eier, Plantagen, Teile, Nester. Jetzt haben wir's. Okay. Was hätte ich eigentlich machen müssen? Ich wollte noch ein paar Nester machen, solche hier, zum Fangen. Da können wir nämlich mal langsam die Diamanten mit rübernehmen. So, aktuell läuft im ersten Essenzfeld bloß noch Inferior Essenz. Begründung, weil wir brauchen dann eine ganze Menge. Da laufen gerade 5er, 4er und 3er durch. Das dauert noch. Hab nämlich mal geguckt, dass ich so 81 5er machen kann im Feld. Was wollten wir jetzt machen? Genau diese Animal Nets. Gut. Brauchen wir ein paar mehr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Da können wir nämlich mal hier eine ganze Runde fischen gehen. Lust. Zwischendurch gehen wir nochmal schnell schlafen. Wie eh und je. Okay, dann nehmen wir erstmal unsere Diamantenhühner mit rüber. Oder nehmen wir die Emeralds? Nein, wir nehmen erstmal Diamanten. So, komm. Ah, alle jetzt schon mit Diamond zu. Hier brauchen wir glaube ich eine Axt, um die besser abzubauen. Aber die werden jetzt gerade hier rein gezogen und dann halt da drüben noch möglich, kann natürlich sein. Ja, hier haben wir ein noch, so 9 Stück für unsere 9 Diamantenhühner. Gut, das nächste ist dann, wir tun dann hier die Item-Konto jetzt dran. Ach, genau, da lasse ich ja, habe ich gerade noch ein bisschen was durchlaufen lassen. Zum Ranholen. 1, 2, 3, dumm, 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 dumm. Einmal verklickt. Schlimm. Okay. Fangen wir von hinten an. Und ich hatte mir auch gedacht, wie man dann die ganzen Kappes, den die noch produzieren, hier wie Federn und den ihren Dung rausfinden können. Ist ganz einfach, mit dem dann wieder einen Exporter, eine Trashcan und dann dürfte das theoretisch gesehen funktionieren. Aber nur theoretisch. So, in die Mitte machen wir hier Emeralds hin. Da gucken wir mal, wie viele Nesting Pens wir noch haben. Und ich habe mal in die Tür reingesetzt, weil ich ja vor uns die Hühner gezüchtet habe und nicht wollte, dass die abhauen. 19. Sehr gut. So. Und ich habe unsere, genau, ich habe noch ein bisschen Manualing gemacht gehabt und habe unsere Spitzhacke wieder repariert. Jetzt geht das wieder etwas zügiger vonstatten. So. Spitzhacke. Gut, gut, gut. So, dann machen wir uns dann vielleicht ein paar Heuballen hinten lang. Allerdings müssen wir die dann bemalen, weil hier kommen ja Itemkonto jetzt lang. Einige. Die sollen sich dann hier ungefähr hier unten in der Mitte treffen. Können wir dann sozusagen auch von oben durchziehen. Spitzhacke. Da. Natürlich habe ich keinen Schaufel. Machen wir es mal schnell mit der Hand. So, dass das hier alles dann reinkommt. Und hier unten in eine Ender Chest läuft, die dann hier unten versteckt ist. Versteckt im Sinne von einfach bloß hier unten drunter.
Ich habe das Loch bloß zugemacht wegen Hühnern. Man weiß das ja. So, dann kommt hier einmal durch. Und hier einmal. Gut, aber jetzt brauchen wir eine ganze Menge Item-Conduits und noch eine Ender-Chest. Gucken wir mal, Pull. Ach ja, da habe ich ja gerade noch die Essenzen reingehauen. So. 12 Ingots. Macht viele, viele Nuggets. Jetzt brauchen wir Conduit Binder. Habe ich das noch? Conduit Binder. Nicht viel. Gut, machen wir uns erstmal wieder was. Ich hole mal noch eine Ender Chest. Ender Chest, da machen wir nämlich gleich mal zwei. Eins, zwei. Die eine ist ja da drüben und die andere tun wir mal hier drüben an unseren Alloy Smelter, den wir dann irgendwann mal noch upgraden müssen bzw. mal umlegen müssen. So. Und dann können wir nämlich hier unseren Binder rein tun. Und es wird gleich alles automatisch ins ME-System eingelagert. Sehr freundlich. Ach genau, die Crafter wollen ja für die Essenzen, die hier rauskommen, dass wir da plus Ingots haben. Aber wir haben ja jetzt mit dem Quantum Storage eine gute Lagermöglichkeit gefunden. Würde ich mal sagen. Binder. Ah, jetzt geht es langsam gut voran. Pull. Pullen wir mal eine Runde hier rum. So. Gucken wir mal fix bei Ender.io um. Kapazitäter. Ach stimmt, die waren ja hier als Kappa. Da haben wir einen Double Layer. Dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht noch einen Vibrant bekommen. Ja. Da tun wir nämlich mal bei den Ofen einen Ripen rein. Das geht viel zu langsam. Und es füllt sich. Natürlich wird jetzt hier unser Tank etwas leer gezutscht. Oder auch nicht, weil die sind ja noch alle ratzebatze voll. Oh ja. So, hier drüben geht es auch langsam immer weiter bis nach unten. Deswegen mehr Inferio. Kriegt man alles schon hin. Alles mit der Zeit. Und hier oben hat schon mal das mit den Sieben probiert. Also die Heavy Siebs funktionieren nicht. Nur die normalen Siebe. Also wenn ihr das macht, nehmt normale Siebe. Binder. Dumm. Na, und es geht doch jetzt ja zing, zang, zung. Pull. Okay. Ich hoffe mal, das langt erstmal eine Weile. Hoffe ich zumindest. So, wir gehen davon oben. Hier habe ich schon mal die Quarz-Slabs hingemacht. Nur mal zu gucken. Wie könnte man das hier hinten verschönern? Habt ihr Ideen? Schreibt es mal in die Kommentare. Weil mit meinen hier Heuballen wird das bestimmt nicht gut aussehen. Vielleicht wir können auch diese Laboratory-Blocks dahinter nehmen und die halt dann schüsseln. Warum sind die... Warum muss ich jetzt hier links draufklicken? Früher muss ich rechts draufklicken. Ne, jetzt muss ich gleich links draufklicken. Schlimm. Ja, egal. Was hat sich da umgestellt? Da kommt irgendwie immer rechts klicken. Ich will aber links geklickt werden mal. Naja, kriegen wir hin.
Was da halt mit links versohlt. Ist jetzt Spaß. Jum, jum. Anstrengend. Kabelverlegung des Grauens. Jetzt muss man hier mal kurz runterfliegen. Der aber fail. Spitzhacke, der gute. Nicht so schnell. Und auch nicht so schnell fliegen, bitte. Da kommt nicht gut. Okay, jetzt komme ich hier die Ender Chest schon mal. Insert. Jetzt muss ich. Oh ja. Da flattert gleich mal einiges rein, auch an Gold. Ich glaube, ich werde wohl noch mal hier drüben noch einen Exporter ransetzen. Mit ein paar Speed Upgrades. Okay, dann muss ich mal gucken. Habe ich noch ein bisschen Zucker? Sugar. Nicht viel. Ha, mehr Speed Upgrades. So haben wir da 20 Zucker. Klang. Kling, klang, klung. Wie viel Weizen haben wir jetzt überhaupt? Ja, 13.000 und 10.000 Seeds. Läuft. Okay, Speed Upgrades. Okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen erkältet. Oder klinge zumindest so, wenn ich so hier höre. Ja, enriched. Sub, sub. Ach, die gehen wieder nicht zu stacken. Pia. Machen wir 5. 5 sind okay, brauchen wir noch 5 Redstone. Rotstein, Rotstein da. Du musst gleich versteckt sein. So, kann weg. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir stricken uns kein paar Strümpf. Zucker, Redstone, Upgrade. Ne, da brauchen wir einen Importer. Entschuldigung, mein Fehler. Importer. Haben wir ja noch welche. Noch ein Kabel für unseren Kabelsalat. Ich hatte auch keine Kabel mehr. Wow. Ach, ich hatte Kabel, aber ich habe sie nicht gesehen. Ich wollte sie nicht sehen. Machen wir oben drauf. Okay. Das erste Speed Upgrade hauen wir hier rein. Da geht das jetzt hier ein bisschen schneller. Und wir brauchen gerade mal 136 Eis pro Tick. Also wenn wir über 32.000 kommen, kriegen wir Probleme. Aber erst ab 32.000, also haben wir noch ein bisschen Platz nach oben. Ein bisschen. Nur ein bisschen. So, so. Dankeschön. Und jetzt können wir hier jetzt bauen wir uns eine Trashcan. Kriegen wir hin. Jetzt brauchen wir unseren Exporter. Dann brauchen wir etwas Chicken Dung. Das hat sich bestimmt weit oben versteckt. Da. Das lassen wir dann nämlich gleich rausfiltern und da ist uns das, wird unsere Disketten nicht so ganz böse geschröpft. So. Jetzt wird das Chicken Major gleich raussortiert. Chicken. Ja, das geht jetzt langsam, das brauchen wir nicht so schnell. Ach, Goldeier, die brauchen wir nicht mehr.
Die können auch raus. Schlimm. Okay. Was können wir jetzt machen? Werde ich einen Pick und sagen, die Folge ist vorbei? Aber nein. Ich mache immer so 20, 25 Minuten Folgen. So, das wird gelagert. Die Diamantenhühner werden gelagert. Wir brauchen noch 9 Stück. Axt. Suchen wir mal den Axt im Walde. So. Mehr Diamanten. Stimmt ja, die sind ja jetzt da drin und dann den anderen. Ah ja. Und Diamanten habe ich ja bestimmt einige. Auch Eier. Okay. Why not? So, unsere Lagerkapazität. Ach, die hält viel aus. Die hat ja gerade mal 145 Ausgang. So wenig. Ich sage jetzt so wenig und dann, warum ist die so schnell? So. Jetzt müssen wir mal kurz die Hühnchen hier einbauen. Ganz kurz nur. Aber nur kurz. So, dass wir dann oben drüber noch ein paar setzen können. Und wir dann mal 9 Hühner hinwerfen können. So, 3, 4, 5, 5, 5. So. Hier haben wir. Und die können weg. Naja, sah kurz gefährlich aus, aber nein, ist es nicht. Also wir brauchen noch 6. Okay. Erster. Zweiter. Dritter, vierter. Aha. Dumm. Da haben wir fünften. Sechsten. Sehr erfreulich. Gut. Dann können wir dann auch die Diamanten Eier wegtun. Ach, durchatmen. Insert. Bitte, Dankeschön. Ha, Schwein gehabt. So. Ach, habe ich jetzt hier ein R. So. Na kommt. Okay, wieder das gleiche mit links. Okay, das ist wirklich ein Gefriemler. Aber sobald wir das haben, können wir uns wieder den Quest zuwenden. Was müssen wir auf jeden Fall noch machen? Ein Kobalt und ein Ardeit. Eigentlich müssen wir alle Hühner machen. Oh, 6 Diamanten bekommen. Ohne was zu machen. Da wird jetzt unsere Diamanten gleich mal in der Höhe schießen. Ich hätte gucken müssen, wie viel wir gehabt haben. Verdammt!
8,58, ja, es könnte noch höher gehen. Oder wird auch noch höher gehen, weil einige sind noch nicht erwachsen. So, die Diamantenhühner-Eier können weg. Diamantenhühner-Eier. Yay! Nest. Keine mehr. Das jetzt mal, haben wir noch einen Basic-Filter? Ja. Dann machen wir mal eine Ender-Chest. Ach, hier unten wird er suchen. Ender 554. Okay. Das wäre was gewesen, hätten wir was gefunden. So. Und den nächsten Seed, den wir eh angehen müssen, ist noch der Ender Pearl Chicken. Da brauchen wir allerdings Nether Quartz. Und das mache ich gerade eigentlich gerade. Glowstone. Yellow und Nether Quartz. Stimmt, ja, da war ja was. Nur ein Yellow Chicken. Aber halt. Du bist 888, ich lasse dich hier. Du bleibst dort. Und deine Mama kommt weg. Okay. So. Insert. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier. Only Weiz, nicht, dass wir hier unser Lagersystem jetzt zieht zu ballern. Weil dann kommt das hier schnell drüben hin. Da haben wir das wenigstens gleich gespeichert. Ein Storage. Lauf, lauf, lauf. Storage. Nein, haben wir Gold. Nicht Google. Silikon. Ja, komm. Müssen wir mal schnell die Gold durchbrennen, Entschuldigung. Summ, summ. Silikon raussuchen. 1, 2. Aber es geht schneller. Viel, viel schneller. Kriegen wir noch ein paar Speed-Upgrades hin? Ah ne, da fehlen ja auch die Gold. Okay, dann holen wir mal zwei Stacks Redstone schon mal raus. Red. Blub. Wow. Die. Die hätte ich eigentlich gar nicht machen brauchen. Storage, ich muss mal kurz gucken, wie die Nummer hießen. Wo ist es denn da? Ne, das ist ja ganz was anderes. Das ist bestimmt Fluid, oder? Improved, okay, improved. So. Lass schon mal durchlaufen. Add refined. Nicht refund. Refined. So, aber. Ach, jetzt wird wieder enriched. Schlimm. Zack, zack, zack. Oh, hallo. Dankeschön. Sugar. Das will ich jetzt noch wenigstens hinkriegen. Sugar, zwei Stück. Zwei. Rotstein. Eins, zwei.
So, Zucker, Redstone und leere Upgrades. Wow, wow. Dann kommen nämlich hier noch zwei Speed Upgrades rein, ballern. Dann passt das wieder. Da. So. Dann machen wir noch schnell unser Storage Upgrade. Aha. Verdammt, ich muss mal noch ein paar Eisen machen. Hey. So, so. Ja, jetzt geht's. Oh ja. Natürlich steigt dann auch unser Speed, aber das macht nichts. Weed nehmen wir mal raus. Dankeschön. So, war das nämlich gleich hier wieder ans ME-System angebunden. Priorität setzen wir mal erstmal aufs Weizen. Priorität, gewohnt, so viele neuen wie es geht. Ja, eine 9 zu 4. Okay. Und damit würde ich an der Stelle sagen, danke fürs Zuschauen. Hat euch gefallen, kommentiert, abonniert, liked. Ansonsten halt nicht, ist vollkommen euch für das. Jetzt werde ich bestimmt hier ja, ein bisschen mehr Eisen haben. Aber macht nichts, jetzt gucken wir noch schnell nach ein paar Growth. Kriege ich da wieder 81 hin? Ja, dann könnte ich sogar gleich 162. Jo, gut. Aber nichtsdestotrotz, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken. Ansonsten ist vollkommen euch überlassen. Macht's gut und tschüss.